Ich freue mich, es wieder gesehen von nicht nur ehemaligen Arbeitskollegen, sondern auch guten Freunden. Ich hatte ein super Jahr in Lissabon. Die Mannschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen, auch die Leute. Man sieht, dass portugiesische Fans sehr, sehr warmherzig sind und sie haben uns wieder gut aufgenommen. Und es ist klar, dass wir, wenn man ehemalige Kollegen wieder sieht, dass wir eine grosse Freude haben. Ja, also ich denke, das Resultat ist zweitrangig. Es ist ein Freundschaftsspiel. Es ist wichtig, dass sich keiner verletzt hat auf beiden Seiten. Dass uns die 5 Goal, die wir geschossen haben, sicher gut tun, ist klar. Aber nichtsdestotrotz wird der Match gegen Basel ganz ein anderer. Ja, ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben die Vorbereitung jetzt können gut abschließen mit dem Sieg. Es gibt Selbstvertrauen. Nichtsdestotrotz denke ich, sollten wir das Testspiel nicht über- und nicht unterbewerten. Wie gesagt, gegen Basel gibt es ein völlig anderes Spiel. Wir spielen daheim und wir spielen absolut auf Sieg. Und ja, ich denke, es gibt eine gute Kulisse. Also, ich denke, das wäre eine Frage, die wir dem Trainer stellen müsste. Ich hoffe natürlich, dass ich von Anfang an spielen kann. Für das arbeiten wir in der Vorbereitung sehr hart. Und wenn es dann so sein soll, wie wir heute gespielt haben, dann ist das so. Ja. Ja, das ist eine Nummer, die vor allem im Freundeskreis sehr verbreitet ist. Viele Amateurfußballspieler nach 23, das ist so unsere Lieblingsnummer in der Kollegengruppe. Und wenn ich möglich wieder kann, ist 23 nehmen, dann habe ich gerade zwei schöne Momente. Zum einen kann ich um das Gottes Erbe ein bisschen weiterführen und zum anderen kann ich wieder meine Nummer haben.